und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist gefühlt ewig her, dass ich hier gesessen bin und ein Video gemacht habe. Ich will es jetzt auch gar nicht in die Länge ziehen, warum das so ist, aber es haben sich ein paar Vlogs irgendwie so angesammelt, die ich irgendwie noch hochladen muss. Da könnt ihr mir übrigens gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die überhaupt noch sehen wollt, weil die sind schon ein bisschen älter jetzt. Es sind ein paar Wochen vergangen und ich weiß nicht, ob euch das überhaupt dann noch interessiert, wenn es ein bisschen älter ist. Andererseits, warum auch nicht? Und schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und zwischenzeitlich ging es mir mal nicht so gut und so weiter. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß es auch. Da habe ich das öfter schon geupdatet. Und ja, von daher hat sich viel angesammelt. Ich muss das jetzt alles mit Schneiden aufholen und von daher habe ich jetzt auch nichts Neues gedreht, einfach weil ich mal das alte Zeug noch weghaben wollte sozusagen. Allerdings habe ich jetzt Anlass dazu, mich hier hinzusetzen und ein neues Video zu drehen. Und ich habe übelst Bock drauf, weil ich habe bestellt. Und zwar habe ich das erste Mal in diesem Leben tatsächlich bei Killstar bestellt. Und die Sachen wollte ich euch zeigen. Und zwar in so einer Form von Try-On-Haul. Ich habe die Sachen natürlich alle angezogen, habe das gefilmt und werde euch das natürlich jetzt hier einblenden. Und ja, ich würde sagen, wir legen sofort los. Ich kann gleich vorneweg sagen, ich habe die übelsten Schnäppchen gemacht. Also wirklich alles. Alles außer ein Teil, das sage ich euch nachher. Alles hat einfach nur 7,98 gekostet. Also 7,98 Pfund, in Pfund, keine Ahnung. Euro ist quasi ein bisschen mehr als Pfund, genau. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Sachen. Als allererstes trage ich schon dieses Top hier. Das ist wirklich ein das sitzt wirklich sehr, sehr locker und ist so ein Crop Top und ist super bequem und ich hätte es auch locker noch eine Nummer kleiner nehmen können, aber ich bin bei Killstar immer so ein bisschen vorsichtig, weil viele Sachen auch wirklich sehr, sehr klein ausfallen und von daher habe ich einfach Größe L genommen und ich muss auch sagen, dass viele Teile auch in gewissen Größen gar nicht mehr erhältlich waren, weil das halt diese Sale-Sachen waren, die halt so ausverkauft werden jetzt und von daher waren bei vielen Sachen teilweise nicht mehr alle Größen vorhanden und ich habe mich jetzt hier für L entschieden und es könnte noch eine Nummer kleiner sein, aber es passt auch perfekt so, wie es jetzt ist. Da steht drauf, me, my cat and Netflix. Ich muss gestehen, ich habe zwar Netflix, aber ich bin gar nicht so der Netflix-Gucker, also von daher, naja, aber me und my cat, weiter musste ich nicht lesen, das hat schon gereicht und ja, für 7,98 dachte ich mir, komm, das nehme ich auch noch mit. Vor allem, ich liebe in letzter Zeit wirklich so Crop-Tops in Kombination mit so High-Waist-Sachen und ich mag auch gerne Trägersachen, gerade weil man jetzt im Sommer kann man es tragen und weil man halt dadurch natürlich kein Tattoo verdeckt und von daher ist es gerade perfekt für mich. Dann würde ich sagen, mache ich weiter mit dem nächsten Oberteil und zwar ist das das hier. Ich blende es euch natürlich auch wieder getragen ein. Ich fand es einfach übelst schön. Wir haben hier auch wieder ein Crop Top, aber dieses Mal so ein T-Shirt-Design, also mit Ärmeln. Und es sind einfach Sonne und Mond und Sterne drauf und das finde ich sowieso richtig schön. Ich habe mich hier entschieden für Größe, Größe XL habe ich genommen. Es passt sehr gut, also könnte auch L sein. Aber ich wollte auf Nummer sicher gehen und letztendlich, die Sachen sind mir jetzt nicht unbedingt zu groß, aber halt einfach bequem, könnte auch eine Nummer kleiner sein, aber lieber ein bisschen lockerer, als dass es mir dann zu klein ist. Und das hat hier vorne diese Knopfleiste, kann man also offen oder so hochgeschlossen tragen und ich finde das übelst schön mit diesem Kragen. Also so ein Kragen hier oben, das finde ich richtig, richtig schön. Dann habe ich als nächstes noch ein Oberteil. Das ist jetzt ein bisschen wärmer und vielleicht gerade jetzt nicht unbedingt so tragbar, aber dann, wenn der Herbst wieder kommt. Und hierzu gibt es eine kleine Geschichte, weil dieses Oberteil, das gucke ich mir tatsächlich schon übelst lange an. Zwischendurch gucke ich immer wieder mal bei Killstar, einfach nur so zum Gucken, was es so gibt. Und letztes Jahr habe ich das schon gesehen und der Aufdruck, der Spruch passt einfach perfekt zu mir. Sorry, I can't. I have plans with my cat. Und ich wollte das eigentlich letztes Jahr schon haben, aber wenn mich nicht alles täuscht, hat das 50 Pfund gekostet? Ich glaube schon. Auf jeden Fall mehr nicht, aber ich glaube, es waren 50 oder 40. Ich
Ich glaube aber, es waren sogar 50 Pfund, weil ich mir noch gedacht habe, oder waren es 50 Euro und 40 Pfund, I don't know. Aber ich dachte mir noch, ach, Kacke, es ist so teuer und ich konnte es mir nicht unbedingt, beziehungsweise ich war zu geizig, den Preis dafür zu zahlen und habe es dann einfach wieder aus den Augen verloren. Und letztens, als ich dann mal wieder geguckt habe, weil es gibt ja jetzt auch diese Marilyn Manson-Sachen, da kommt gleich noch ein bisschen was, gucke ich immer mal wieder so rein, sind irgendwie die Manson-Sachen irgendwie so im Sale und dann gucke ich natürlich auch den Rest durch und dann habe ich das hier wiedergefunden. Und zwar für 11,98. Meine Güte. Und ich habe, glaube ich, so vor einem Monat oder vor 6 Wochen schon mal geguckt. Und da hat es noch 14,98 gekostet. Und jetzt war es nochmal herabgesetzt auf 11,98. Und meine Güte, das ist doch geschenkt. Und ich finde, dass der Stoff übelst hochwertig ist. Also das ist halt auch wirklich ein bisschen so schwer, muss ich sagen. Und hat am Rücken hinten eben diese bisschen so diese Ausschnitte. Und man kann es perfekt als Kleid tragen. Also nicht im Sinne von Kleid. Ich würde auf jeden Fall immer noch so eine Hotpants vielleicht drunter tragen. Aber man kann es als Kleid tragen. Und das finde ich richtig cool. Vielleicht auch, weil ich es wieder sehr groß genommen habe, in Größe L. Aber für mich passt es und ich trage es auch gerne als Kleid. Also ich liebe das, wenn so Oberteile ein bisschen länger sind. Und ja, so viel dazu. Dann kommen wir auch schon zu den Manson-Sachen und ich fange mal hiermit an. Ich bin dann irgendwann total eskaliert und wollte das eigentlich gar nicht kaufen, aber dachte mir so, komm, für den Preis hat auch nur 7,98 gekostet und zwar eine Leggings. Und bei der muss ich sagen, das ist das einzige Teil, was ich ein bisschen, wie soll ich sagen, fast unbequem finde. Also es ist natürlich bequem, es ist eine Leggings, aber man kommt so schwer rein. Also die ist Größe M und ich glaube, die gab es auch gar nicht größer. Ich bin mir nicht mehr sicher. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier überall dieses Logo drauf und es ist halt, sie ist sehr eng. Und ich muss sagen, mir fast ein bisschen zu lang. Also ich muss sie unten fast einmal, zweimal so umkrempeln. Weil dafür braucht man halt lange Beine und die habe ich nicht. Was mich ein bisschen stört, aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, ist, dass, für, also andere würden das vielleicht, ist es hochwertig, weil hier, das ist ein Aufdruck, also man spürt das, dass diese Logos so draufgedruckt sind. Mir wäre es irgendwie lieber, wenn das so ein Stoff wäre, wie zum Beispiel bei dem Oberteil hier. Das ist nicht draufgedruckt, das ist quasi der Stoff. Und das wäre mir hier irgendwie auch lieber gewesen, weil ich glaube, das macht die Leggings auch so ein bisschen schwer zum Anziehen sozusagen. Aber trotzdem, wie gesagt, das ist jetzt nichts, worüber man sich aufregen muss. Vor allem nicht über diesem, bei diesem Preis von 7,98. Nächstes Teil, ich glaube, mein Lieblingsteil. Gerade von den Manson-Sachen mache ich zum Schluss. Von daher mache ich damit weiter. Und das habe ich auch noch so schnell in den Warenkorb geworfen. Irgendwie in der Hoffnung, dass es passt. Weil ich glaube, das war One Size. Also da gab es keine andere Größe als den hier. Und ich hatte halt Angst, dass er mir vielleicht irgendwie zu klein ist. Allerdings, ja, das ist ein Gürtel. Auch wieder mit diesem Logo. Und ich finde das halt, ich blende euch, ich habe vorhin vergessen, den abzufilmen, wie ich den trage. Aber ich habe ein Bild gemacht letztens und das fand ich richtig cool. Ich hatte so einen Rock, den habe ich mir schon vor Jahren gekauft und der passt mir jetzt wieder. Und darüber dann diesen Gürtel, das sah so gut aus einfach. Und ich kann den halt in der Hose tragen sozusagen, wo ich den halt durch diese Gürtelschlaufen mache. Aber man kann ihn halt einfach nur so drumlegen und ihn zu allem eigentlich tragen. Und ja, das finde ich richtig gut. Dann kommen wir auch schon zum letzten Teil. Und das ist, muss ich fast sagen, mein Lieblingsteil. Und der Grund, warum ich auch bestellt habe. Also das Teil war quasi so, das wollte ich. Und der Rest, der kam halt dann von alleine noch dazu. Und zwar dieses Oberteil auch wieder aus der Marilyn Manson Kollektion. Das ist ähnlich wie das mit dem Mond und mit den Sternen, weil das hat auch diesen Kragen. Man kann es komplett zuknöpfen, also so hochgeschlossen tragen. Und allerdings, also es kann jetzt Vor- oder Nachteil sein. Ich finde es jetzt nicht schlimm, weil man kann zum Beispiel, es ist halt wieder so gecroppt, also kurz. Und ich würde es halt wieder zu High-Waist-Sachen anziehen. Und
wenn man es nicht so freizügig will, weil das Ganze ist einfach nur extrem durchsichtig. Das ist einfach nur so ein Netzteil. Man kann entweder, man trägt halt nur einen BH drunter oder wenn mir zum Beispiel im Video jetzt ging es, aber wenn ich zum Beispiel jetzt auf die Straße gehen würde, würde ich einen Crop Top drunter anziehen. Das Coole ist, das ist die Vorderseite und hier hinten haben wir noch dieses Logo drauf. Und das gab es auch als Kleid so ähnlich, also wo quasi unten ging es dann noch weiter, also dass hier quasi noch so ein Rock mit dran ist. Aber das habe ich mir angeguckt. Dann habe ich noch ein bisschen gewartet eben und dann war das schon ausverkauft. Aber jetzt bin ich eigentlich ganz froh drüber, weil bei einem Kleid muss man wieder eher gucken, ob es passt. Und das Oberteil, das ist einfacher auch zu kombinieren, weil ein Kleid ist ein Kleid und das Oberteil kann ich halt zu allem anziehen. Auch zu einem Rock, damit es dann fast wie so ein Kleid wirkt. Oder auch zu High-Waist-Hosen. Von daher bin ich damit eigentlich viel flexibler und ich habe das auch wieder in Größe XL genommen. Aber es passt sehr gut. Und ja. Ja, und das war's auch schon an dieser Stelle. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ihr dürft mir auch gerne schreiben, welches Teil davon euch am besten gefallen hat. Ich werde versuchen, es unten zu verlinken, sofern es die Sachen noch gibt. Dann werde ich sie in der Infobox verlinken. Und dann war's es auch schon. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten. Hoffentlich bis zum nächsten Mal und gerne diesen Kanal auch abonnieren. Dankeschön und tschüss.